Der Mythos der Schwerelosigkeit ist relativ einfach aufzulösen. In der Flughöhe der Internationalen Raumstation zum Beispiel ist man nicht per se schwerelos. Wenn wir dort oben stehen bleiben könnten, beispielsweise aussteigen und wir hätten dort eine Waage in etwa 400 Kilometern Höhe und ein Astronaut oder eine Astronautin würden sich da draufstellen, dann würden sie feststellen, okay, die sind ja 10, 11, 12% nur leichter wie am Erdboden. Das heißt also, dort oben, lokal gesehen, ist gar keine Schwerelosigkeit. Es ist immer noch Schwerkraft, aber ein bisschen weniger wie hier im Erdboden. Und das kommt eigentlich daher, dass die Masse der Erde den Raum krümmt und wir haben sozusagen diesen Schwerkrafttrichter, diesen Gravitationstrichter, den man aus den Medien kennt. Und der ist dafür verantwortlich. So, wenn ich natürlich ganz, ganz, ganz weit rausgehe ins All, sage ich mal, außerhalb des Mondeinflusses, außerhalb des Sonneneinflusses, dann habe ich ganz, ganz wenig Schwerkraft von irgendeinem Himmelskörper, der vielleicht noch in der Nähe ist, aber im Prinzip beinahe null. Nicht ganz null, aber beinahe null. So, wie kommt jetzt die Schwerelosigkeit in der Raumstation eigentlich zustande? Nun, das ist ganz einfach zu erklären. Die Raumstation befindet sich eigentlich ständig im freien Fall um die Erde. Und was freier Fall bedeutet, nun, das wissen die Menschen, die Bungee springen oder die vielleicht schon mal eine Achterbahn gefahren sind. Sie gehen über die Kuppe und dann merken sie, ups, der Magen kommt ein Stückchen nach oben. Ja, und das ist für einen Bruchteil einer Sekunde schwerelos. Dann, wenn man im Flugzeug zum Beispiel Turbulenzen hat und man geht mal höher und runter, dann ist das etwas ausgeprägter und das nutzt man zum Beispiel für Parabelflüge. Wenn man Parabelflüge machen will, hat man so ungefähr 20 Sekunden Schwerelosigkeit. Da wird dann, Flugzeug steigt auf und fällt dann quasi runter. 20 Sekunden wird wieder abgefangen und das geht dann so weiter und weiter und weiter, 20, 30 Parabeln hintereinander für die Experimente. So, und auf der Raumstation ist das natürlich quasi permanent der Fall, weil in der Flughöhe von 400 Kilometern hat die Raumstation genau die richtige Geschwindigkeit, um immer an der Erde vorbeizufahren. Und das heißt also, die befindet sich in einem Kräftegleichgewicht, einmal die Erdanziehungskraft und einmal die Fliehkraft durch die Geschwindigkeit, die heben sich auf und das heißt, alle Massenpunkte auf der Raumstation sind scheinbar schwerelos. Also man hat immer den permanenten freien Fall um die Erde. Und das ist für die Wissenschaft eine ganz hervorragende Angelegenheit, weil ich kann ein Materialexperiment machen, wo ich keine Schwerkraft gebrauchen kann, wenn ich bestimmte Legierungen untersuchen will und so weiter. Ich kann biologische Experimente machen, um bestimmte Bodenstoffe zu verstehen, die Schwerkraft sozusagen ausgeschaltet ist und so weiter. Und ja, wie gesagt, was wir allerdings haben, so ganz hundertprozentig sauber oder schwerkraftfrei ist es dann auch nicht. Weil durch Geräte, durch Pumpen, durch Mechanismen, durch die Astronauten selber, wenn die zum Beispiel trainieren, habe ich Störgrößen oder Störeinflüsse. Wenn ich also auf dem Laufband mich bewege, auf der Raumstation, dann die Vibrationen, die pflanzen sich irgendwo fort und das merkt man. Wenn man also eine feine Messung machen würde am anderen Ende der Raumstation, würde man sehen, oh, da vorne trainiert jemand, ja? Oder da läuft eine Pumpe. Das, glücklicherweise ist das so klein für die meisten Experimente, dass das gar nicht weiter stört. Allerdings zum Beispiel für Materialexperimente, da hätte man gerne die höchstmögliche Qualität der Schwerelosigkeit oder Mikrogravitation. Und deswegen macht man solche Experimente meistens nachts, wenn die Astronauten schlafen und die Raumstation in einem quasi ruheartigen Zustand ist. Dann laufen materialwissenschaftliche Experimente. Aber ich sag mal, für das Gros der Vorhaben da oben, der Wissenschaft, ist die Störung akzeptabel. Die belaufen sich so Hundertstel, Tausendstel und Zehntausendstel eines Gs sozusagen, das sind die Störgrößen, mit denen man da oben rechnen muss. Aber per se schwerelos im All
ist ein Körper nicht, es hängt davon ab, wie weit ist er von einem Himmelskörper entfernt. Es sei denn, er befindet sich quasi in einer stabilen Umlaufbahn und somit im freien Fall, dann hat man eben wieder den Zustand, wie gerade beschrieben, auf der Raumstation. Aber per se Schwerelosigkeit im All ist nicht gegeben, da muss man genau hingucken, wo befinde ich mich und wo ist der nächste Himmelskörper und wie viel lokale Schwerefeldgröße ist vorhanden an dem Ort.